Well, how you doing, everybody? I'm Mikey Graham. Das hier im Hintergrund ist mein Haus. Nein, war nur ein Scherz. Boyzone endgültig auf Solopfaden. Mikey Graham startet als Dritter alleine durch. Jetzt will er Musik machen, die bei Boyzone nicht gefragt war. Meine Musik ist nicht dieser Bubblegum-Pop. Sie ist nicht so austauschbar. Wir haben mehr Inhalt und sie prägt sich ein. More substance and it sticks. In England gelang Mikey mit You're My Angel der Start in die Top 20. Keine Zukunft mehr für Boyzone? Wir hatten eine Tour geplant, aber Ronan ist abgesprungen, aus welchen Gründen auch immer. Sicher ist es schade, weil wir eine Tour für unsere Fans und für einen guten Zweck machen wollten. Aber im Moment gibt es keine weiteren Pläne. Ronan hat den Kontakt zu seinen Boyzone-Kollegen vollkommen abgebrochen. Diese Entwicklung stimmt Mikey trotz Solokarriere sehr traurig. Privat haben er und die Boyzone-Tänzerin Karen große Pläne. Für die RTL 2 Love Week verrät Mikey uns. Wir sind seit einiger Zeit verlobt und wollen vielleicht nächstes Jahr heiraten. Wir sind sehr glücklich miteinander. Sie ist eine tolle Frau. Privatleben und Karriere zu vereinbaren fällt dem 28-Jährigen nicht leicht. Erholen kann er sich bei seinem Hobby. Ich komme sehr gerne hierher, um Tontauben zu schießen. Das macht sehr viel Spaß. Aber man muss aufpassen, denn das hier ist ein echtes Gewehr. Als ehemaliger Automechaniker liebt Mikey starke Motoren. Ob schnelle Boote oder schnelle Autos. Geschwindigkeit ist Mikeys große Leidenschaft. Was kauft er als nächstes?